Hallo Freunde, ich bin gerade bei Sturmwaffel, das juckt euch aber nicht. Aber was euch jucken sollte, ist, dass ich heute Abend um 18 Uhr wieder live streame, meine Freunde. Also kommt auf jeden Fall vorbei. Freddy auf jeden Fall schon die Games am Aufbauen, damit er heute Abend den kompletten Stream durchhält. Heute Abend 18 Uhr, meine Freunde. Lombardi! Ja! Schaut, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei, der liebe Schmacki! Yes! Ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Ich habe selber einen Creator-Code. Ihr seht hier eine wunderschöne Animation, die Thomas gebaut hat. Danke dafür, Kollege. Nutzt auf jeden Fall meinen Creator-Code, meine Freunde. Wenn ihr euch geile Skins kauft oder auch beschissene Skins, juckt mich nicht. Hauptsache, ihr unterstützt mich bei dem Kauf. Leute, wir sind auf jeden Fall gerade on the way zu unserer New York-Map, die wir jetzt als Grundlage nehmen werden, um tatsächlich hier etwas auszuprobieren. Wir möchten jetzt nämlich mal die komplette Fortnite-Welt von oben angucken. Es gibt nämlich einen kleinen geheimen Bug. Und ich würde sagen, wir probieren das jetzt erstmal aus. Ich respawne dafür erstmal ganz kurz, Kollege. Okay. Und dann schaue ich mir mal ganz kurz an, Smoky, wo ich respawne und wo du respawnst. Ich denke mal, wir haben beide verschiedene Spawnpoints. Ja, ich probiere es auch mal aus, okay. So, das hier wird mein Spawnpoint sein. Ich zeige euch ganz kurz, wie der Bug funktioniert. So, Smoky, wo spawnst du? Ich genau, wo du auch gespawnt bist. Also ein bisschen weiter links. Ehrenvoll, okay. Ja. Ganz bis zum Limit. Wir müssen hier erstmal ausprobieren, auf welcher Ebene ich dann überhaupt spawne. Ja, okay, stimmt. So, das heißt, wir machen das jetzt nochmal, Leute. Wir respawnen nochmal ganz kurz. I respawn. Guck mal bitte genau, auf welcher Höhe ich spawne. So, ich muss dann nämlich double tappen, Leute. Ist das hier? Ja. Also ein bisschen weiter nach hinten, oder? Ja, also hier so quasi. Ja, so. Genau. Das heißt, das hier ist letztendlich die Höhe, die, auf der ich spawne. Das hier kann alles weg, meine Freunde. Denn wir müssen jetzt quasi hingehen und unseren Spawnpoint, den wir eigentlich haben, abblocken. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal respawnen würde, würde ich jetzt wahrscheinlich in dem Ding spawnen. Das ist aber noch möglich, deshalb wird Fortnite mich noch ein Stück weiter nach oben postieren. Ihr seht es genau, also ich bin quasi genau da drin gespawnt. Hast du gesehen? Ja, ja. Zwar nehmen wir uns jetzt einfach mal dieses Ding hier oben. Wie kann man das groß machen? Boah, das ist eine gute Frage, Digga. Oh, jetzt habe ich es geschafft. Das ist das Große, Alter. Das wollten wir haben eigentlich. Genau, das wollten wir haben. Ja, moin, Alter. Das ist schon deutlich besser. Ja, ich glaube, jetzt ist es... Okay, probieren wir mal zu spawnen. Okay, Leute. Ich versuche jetzt mal ganz kurz zu respawnen. Ihr werdet jetzt sehen wahrscheinlich, dass ich jetzt so einen kleinen, aber feinen Bug woanders spawnen werde. Nämlich hoffentlich dann im Creative Hub. Wir schauen mal ganz kurz, meine Freunde, und gucken mal, ob das so funktioniert. Denn jetzt ist mein Spawnpoint quasi blockiert und ich werde jetzt höchstwahrscheinlich, so wie auch hier, gerade im Creative Hub spawnen. Oh. Ja, moin, Leute. Das heißt, wir haben jetzt schon mal hier im Creative Hub, gut, ich kann jetzt hier nichts editieren und so weiter und so fort, habe aber jetzt im Creative Hub schon mal mein Handy, meine Freunde. Und jetzt geht es einen Schritt weiter, Leute. Wir spawnen nämlich jetzt hier im Creative Hub noch ein Flugzeug, denn das brauchen wir unbedingt. Das klatschen wir einfach mal, ich würde sagen, hier hin, Alter. So, dann nehmen wir uns ganz kurz, ich bin so überzeugt davon, Alter, ich bin so angetan davon, dass das funktioniert, dass tatsächlich. So, Schmocki, steig mal mit mir aufs Flugzeug. Genau. Ich geh mal, warte. Ja, ich weiß. Okay, ich nutze ein Rift to go und noch ein Rift to go und noch ein Rift to go und wir sind... Und dann passiert überhaupt nichts. Ich glaube, wir müssen in zwei verschiedene Flugzeuge, Schmocki. Ja, das kann sein. Ein Rift to go, noch ein Rift to go und ich bin quasi unter der Map hier in Salty Springs, meine Freunde. Wir sind auf der Main Map. Was geht, Leute? Und jetzt können wir hier richtig geil Scheiße bauen, Leute. Guck mal, ich kann jetzt hier die komplette Fortnite Main Map einfach so editieren. Also ich kann jetzt hier hingehen und wirklich Sachen einfach abbauen und so weiter und so fort. Ey, Moment mal, das funktioniert gar nicht. Hä? Die Sachen sind sichtbar, aber sie erscheinen wieder. Oh, aber sie sind nicht mehr da. Guck mal, Leute, es ist ein Grafikbug. Okay, ich würde sagen, wir klatschen hier einfach nochmal ein Flugzeug hin, ganz kurz, und fliegen mal ein bisschen herum, Leute. Wir sind auf jeden Fall jetzt mit dem Handy auf der Creative Map und ich will auf der normalen Fortnite Map. Und ich würde sagen, wir gönnen uns mal ganz kurz ein Flugzeug, Leute, und fliegen mal so hoch, wie es geht, denn dann können wir uns quasi die komplette Fortnite Map mal von oben angucken. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier eine Bauhöhe oder sowas gibt, das habe ich gar keine Ahnung von. Okay, mit dem Flugzeug kommen wir auf jeden Fall nicht höher. Oh, ich hab's geschafft. Ich glaube, mit dem Rift to go komme ich bestimmt noch höher. Oh ja, warte, also, ich kann einfach so hochfliegen. Ich kann mir einfach die komplette... Oh mein Gott, okay, Leute, wir fliegen jetzt mal komplett nach oben. Ich kann nämlich immer höher fliegen. Nee, du okay. kannst endlich weit nach oben fliegen, oder was? Ich kann immer weiter nach oben fliegen, Leute. Was? Oh mein Gott, Leute, ist das der Beweis, dass die Erde flach ist? Ist das der Beweis, dass die Erde flach ist? Wir werden es jetzt gleich jeden Moment sehen. Es dauert ein bisschen, bis wir oben sind. Die Frage ist natürlich jetzt, ob ich die Möglichkeit habe, Sachen hinzuzufügen. Das kannst du ja, habe ich gerade ausprobiert. Kannst du? Ja. Das heißt, wir können einfach mal gleich komplett tilted umbauen, wenn wir wollen würden. Ja, moin. Okay. Gut, Leute, wir fliegen mal nach komplett oben. Das dauert jetzt ein bisschen und ich würde sagen, wir sehen uns gleich einfach wieder. Bis gleich. Oh mein Gott, nein! Was?
Ich bin nicht mehr ganz oben. Gut, Leute, vielleicht hätte ich gerade nicht auf Klo gehen sollen zwischendrin. Das war vielleicht keine clevere Idee. Aber wir schauen jetzt trotzdem mal ganz kurz, wie hoch wir kommen, Leute. Schmocki, was hast du für eine Idee? Ich bereite erstmal was Schönes vor für dich. Okay, alles klar, ich bin gespannt. Gut, da hinten sehen wir schon mal die Spawn-Insel vom Creative Hub, beziehungsweise die Eisblock-Insel, Leute. Und ich frage mich ja immer, was ist außerhalb dieser Insel von der Hauptinsel, also von der Spielinsel quasi. Das heißt, wir sind ja quasi gerade hier. Und diese ganzen Inseln außerhalb, Leute, was ist da? Da vorne hat man ja schon mal zwischendurch ein Licht gesehen und sowas und verschiedene Sachen, die halt angefahren sind, unter anderem halt auch ein Eisberg und so weiter und so fort. Hier vorne ist die kleine Insel links neben der Fortnite-Insel. Da backt irgendein Item rum, was ich gerade runterfallen lassen habe. Alles klar. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz, Leute, wie hoch man hier wirklich kommen kann. Ich glaube, so hoch war noch kein Fortnite-Spieler überhaupt, Leute. Das ist auf jeden Fall schon krank. Okay, Leute, wir sind richtig krank hoch. Okay, man stirbt genau ab diesem Punkt. Ihr habt es gerade gesehen, Leute. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Aber ihr habt schon mal gesehen, Leute, man sieht auf jeden Fall Städte auf den anderen Inseln und so weiter und so fort. Das finde ich krank interessant. Das ist ja schon öfters aufgefallen. Aber ich glaube, noch höher komme ich tatsächlich nicht. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, über ein Replay noch höher zu gehen. Das müsste eigentlich gehen, oder? Ja, stimmt. Das ist klug. Wenn ich mit einem Replay halt nach ganz oben fliege, Leute. Ich würde sagen, wir versuchen das mal am Ende aus. Aber ihr habt gerade schon gesehen, Leute. So hoch war auf jeden Fall noch niemand. Ich zeige euch hier nochmal ganz kurz den Clip quasi in Zeitlupe. Ihr habt es gerade gesehen, Leute. So kann man quasi richtig, richtig weit über der Map fliegen. So, ich würde sagen, Schmocki, wo bist du gerade? In Tilted. Okay. Also wie gesagt, Leute, ihr könnt mit diesem einfachen Bug echt auf die Main-Insel kommen und ja, theoretisch die Main-Insel so umbauen, wie ihr wollt. Ja. Oh mein Gott, was hast du denn gemacht? Das sind alles Dummies. Hä? Jetzt mache ich gleich ein Spawnfeld, Digga. Und ganz Tilted wird mit Dummies vollgestopft sein. Junge, du bist doch krank. Weißt, ja, eben. Das geht halt nur, was wir hier gerade machen. Deshalb, okay, hast du maximal viele Dummies gesetzt oder geht noch mehr? Noch nicht, geht noch viel mehr. Soll ich dir helfen? Ja, mach mal. Oh mein Gott, vielleicht bringen wir Fortnite gleich zum Crashen, ja, Leute. Ganz ehrlich, wenn ihr noch geile Ideen habt, Leute, was wir mit diesem kleinen Trick hier alles machen können, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wir könnten komplett Tilted quasi doppelt so groß zu einer riesigen Skyline umbauen oder sonstige Dinge, Leute. Ihr habt mich verschluckt schon wieder, Alter. Baby, stirb nicht. Okay, Leute, schaut euch mal bitte ganz kurz Tilted jetzt an. Also das ist nicht das Tilted, was man normalerweise kennt, ne? Das muss man einfach mal dazu sagen, so. Tilted sieht normalerweise bedeutend anders aus. Ja. Ganz Tilted voller Dummies gebaut, ey. Wir haben die Map gerade von oben gesehen, also was mit dem Bug alles möglich ist, das ist auf jeden Fall echt schon stark. Oh mein Gott, man spawnt hier oben. Wo? Das wird funktionieren, Revi. Echt jetzt? Ich glaube, das wird funktionieren. Ja, heftig. Ja, oh mein heftig. Gott, okay, jetzt lass ausprobieren. Ich würde sagen, ich starte das Spiel, okay? Ja, okay, ich bin gespannt, ja. Gut, 3, 2, 1, go. Okay, es ist eigentlich gestartet jetzt, also. Nein, man kann das Spiel hier, glaube ich, nicht starten, oder? Kann das Spiel hier nicht starten. Man kann das Spiel hier nicht starten, Alter. Nein, Leute, man kann hier das Spiel nicht starten. Nein! Oh, das wäre so geil gewesen. Okay, schade, 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 Leute. Das wäre auch zu krank gewesen. Aber wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass hier echt einiges machen lässt. Ich meine, guck mal an, Leute, was wir hier einfach tun können. Wir können hier, wie gesagt, komplett Tilted modifizieren, auseinanderbauen und auch vor allen Dingen halt neue Dinge hinzufügen. Also wenn ich jetzt sagen wollen würde, ich hätte einfach Bock, dass ich jetzt hier oben auf Bricks einfach das hier draufschmeiße. Ja, Leute, dann ist jetzt hier einfach auf Bricks mal eine neue Burg drauf. Wisst ihr, was ich meine, so Leute? Ganz entspannt hier, ja, auf Main. Oder wenn ich jetzt sage, ey, ganz ehrlich, Leute, guck mal, Big Ben ist ja schon schön, aber was sagt ihr zu Bigger Big Ben, Leute? Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich mit Bigger Big Ben meine. Jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, was Bigger Big Ben überhaupt für ein Bruder heißt, ja? Also, was Bigger Big Ben eigentlich Bigger ist. Bigger Big Ben. Achtung, Leute, so, pass auf, ich zeige es euch mal ganz kurz. So, guck mal hier, Digga. Das ist Bigger Big Ben, Digga. Alter. Das ist echt geil. Ne? Das ist schön, Bigger ist Big geil. Ben, oder? Guck mal, Digga. Stell dir mal vor, Leute, ihr habt diesen Turm einfach in Tilted. So Bigger Big Ben. Ja, man kann hier auch nichts zerstören irgendwie mit dem Handy. Aber ja, es kommt zurück. Genau. Hä? Ja. Leute, schaut euch mal an, hier sind unsichtbare Wände. Oh mein Gott, ey, man kann durch Wände hacken. Man kann einfach Wall hacken. Guck mal. Okay, ultra krank, Leute. Ultra, ultra heftig. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz in den Replay-Modus, Leute. Schauen uns das da einfach nochmal an. Ich würde sagen, Leute, wir gönnen uns auf jeden Fall hier nochmal. Aber hiermit krieg ich's. Ja, hiermit geht's kaputt. Guck mal. Mit was denn? Mit Explosives und sowas geht's kaputt. Okay, das ist nice. Das heißt, man kann schon, wenn man vorsichtig ist, man kann schon umbauen. Ja, okay, ja, Leute. Okay. Wir haben auf jeden Fall eine Aufgabe bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz zurück in den Replay-Ordner und schauen uns mal ganz kurz an, wie das da aussieht. Denn ich möchte unbedingt wissen, Leute, wie die Map von oben aussieht. Eine richtig interessante Frage eigentlich. Vielleicht findet man da ja sogar Hinweise auf die kommende Season. Wer weiß das schon? Wir sind jetzt quasi hier im Replay-Modus, Leute. Und oh mein Gott, ich bin jetzt auf der Map und ich kann, wenn ich jetzt hier Third Person bin, Drohne frei. Guckt euch das mal bitte an. Also ich würde fast schon sagen, die Erde
ist tatsächlich flach in Fortnite, oder? Also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch... Ja, ich glaube, ich komme nicht höher als das hier. Aber guck mal, so sieht die komplette Map von oben aus. Und hier haben wir dann halt überall diese kleinen potenziellen Städte und so weiter und so fort. Extrem interessant. Wer weiß, was dahinter steckt, Leute. Es sieht alles super, super interessant aus. Ich würde echt gern wissen, was sich dahinter verbirgt. So sieht die komplette Fortnite-Map einmal von oben aus, Leute. Richtig, richtig geisteskrank. Okay, Leute. Mit diesem Bug könnt ihr, wie gesagt, auf die normale Fortnite-Map im Creative-Modus. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall bei Schmocki vorbei. Das war's von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Meine Freunde, was geht? Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, ich habe jetzt mittlerweile einen Zweitkanal für Stream-Highlights, Reactions, Real-Talk und sonstigen Kram, den ich auf Twitch eigentlich exklusiv rausballer. Checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung und folgt auf jeden Fall mal diesem wunderbaren Twitch-Highlight-Kanal an, meine Freunde.